So, wir machen weiter. Viel Vergnügen mit Civ 6 und mit den Schweden, mit WB und mit Matsumanix. Hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße an alle. Okay. Dann legen wir mal los und eine Runde weiter. Da ist wieder ein Siedler. Diesmal bewacht von einem Bombardenchor. Männern ihre Rechte und nicht mehr. Frauen ihre Rechte und nicht weniger. Die brauchen dringend das Bombardenchor, weil da oben ist ein antiker Bogenschütze und ein antiker Krieger. Und Teddy Roosevelt geht auf Nummer sicher. Dann schicke ich, hat er sich gedacht, lieber einen Bombardenchor hin. Ansonsten kann er was Schlimmes mit einem Siedler. Aber ganz im Ernst, wer so defensiv spielt, der hat auch wirklich keinen Sieg verdient. Teddy, echt peinlich. Wie fändest du das, wenn du Teddy heißen würdest? Matze. Peinlich oder? Ja, nicht so cool. Ne? Ja, nee, fände ich nicht so cool, weil das erinnert mich immer an Teddybär und dann, ach ja, ich weiß nicht, also, nee, Teddy, das ist irgendwie, ich kann mich damit nicht so gar nicht, ich finde das ein bisschen ja fast schon, ja, also obszön ist das falsche Wort, aber ich finde das ein bisschen, also, alle Teddys, bitte fühlt euch nicht beleidigt, aber Teddy als Name möchte ich nicht haben. Wahlrecht. Demokratie holen wir uns jetzt gleich und schwelgen dann in neuen Vorteilen. Und was sehr cool ist, auch diese Karte, die wird zwar freigeschaltet mit dem Wahlrecht, also in dem Augenblick, wo die Demokratie auch möglich ist, aber das ist nur eine der beiden Voraussetzungen. Man braucht auch die Demokratie als Regierungsform, um diese Karte überhaupt benutzen zu können. Das ist ein wichtiger Grund dafür, warum man in der kulturellen Forschung oft nur eine dieser Regierungsformen freischaltet, also Kommunismus oder Faschismus oder Demokratie, weil man meistens ja weiß, was man haben will und die anderen dann links liegen lässt, was hier schwieriger ist, weil wir mit zufälligen Forschungsbäumen arbeiten. Nächster Schritt, Naturschutz. Wir wollen dringend Wissen, Naturforscher kaufen mit Glaubenspunkten, damit wir endlich unsere angesparten Glaubenspunkte sinnvoll ausgeben können, um dann Nationalparks zu bauen. Und drei Gesandte bekommen wir geschenkt. Handwerker können Bäume pflanzen, Wälder. Ganz wichtig war, dass die Attraktivität von Geländefeldern steigert. Auch wiederum wichtig im Zusammenhang mit Nationalparks und drei Gesandte extra. Dahin gehen wir jetzt. Danke an Zweistein 2 fürs Abo. Fürs zweite Abo Zweistein 2. Danke. Ich glaube, ich habe am ersten Mal schon gesagt, wie geistreich ich das finde, wenn man sich nicht Zweistein sendet, sondern Zweistein 2, ne? Also finde ich wirklich sehr witzig. Sehr, sehr, sehr zweideutig irgendwie. Naturschutz. So, und jetzt gehen wir rein. Ja, hier ist immer noch nichts frei. Jetzt gehen wir rein und holen uns, boah, wie viel Geld wir mittlerweile schon haben, über 2000 Orken. Und die können wir jetzt viel sinnvoller freischalten mit, achso, wir verabschieden uns von der Monarchie. Das heißt, dass wir gleich auch tendenziell weniger Einflusspunkte generieren. 50% gehen runter von den 9, pardon, von den 9, von den 6, von den 7, von denen, die wir gerade haben, gehen irgendwie, Matze, hilf mir, bitte mal möglichst unauffällig. 8. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Wir haben also 8 Einflusspunkte, genau. Ja. Also 4 gehen runter, andererseits bekommen wir auch welche dazu mit der neuen Regierungsform, nämlich mit der Demokratie, weil die als höher gestellte Regierungsform auch mehr Einflusspunkte pro Runde mitbringt einfach. Also wir wechseln einmal raus, wir verzichten auf die anderen Boni der Monarchie, mehr diplomatische Gunst pro Renaissancemauer, wir haben glaube ich keine eine. Mehr Wohnraum pro Stadtmauerstufe ist relevant, ist schade, aber das gleichen wir gleich mit der Karte New Deal aus, wartet es ab. Wir wechseln einmal zur Demokratie. Jetzt können wir alle Dinge billiger kaufen. Das haben wir gerade Geld gesammelt. Und da wir mittlerweile die meisten unserer Handelswege, ich glaube sogar alle, umgestellt haben von inländischen auf ausländische Handelsrouten, profitieren wir massiv vom Hauptbonus, dass Handelswege zu Verbündeten oder Stadtstaaten, wo wir souverän sind. Und zu den beiden schicken wir Handelsrouten hin, dass die für beide Städte +4 geben an Nahrung und an Produktion. Wir bekommen nur ein Zeitalterpunkt extra, weil wir den Taj Mahal bauen, dieses Weltwunder, gebaut haben, dieses Weltwunder. Das ist die Frage, was machen wir alles, Matze? Wir haben nur eine... Also erstmal gucken.
Eine Militärkarte noch drin, die Logistik. Gibt es eine Militärkarte, die wir dringend brauchen? Ja. Es gibt eine, Mats, die brauchen wir dringend aus wirtschaftlichen Gründen. Glaube ich, ja, oder? Ja, du möchtest bestimmt... Ja, also ich würde schon die 100% für den Nachbarschaftsbonus des Industriebezirks reinnehmen, einfach weil wir da coole Bezirke hatten. Hatten wir vorher auch drin, ist jetzt rausgeflogen und dann können wir unsere Städte wieder dort weiter vorantreiben mit Produktion. Ist das immer noch entspannend oder mittlerweile Stress für dich, wenn ich so tue, als wüsstest du schon, als wären wir auf jeden Fall einer Meinung bei einer Politikkarte, dass ich nur irgendeine komische Andeutung machen muss und dann musst du das richtig raten? Also in, ich sag mal, 80, vielleicht sogar 90% der Fälle, glaube ich, habe ich ein gutes Gespür inzwischen, worauf du hinaus willst, weil wir auch sehr ähnlich ticken an der einen oder anderen Stelle. Aber bisweilen, je nachdem, wie viele Andeutungen du machst, kann das durchaus ja eine Gelegenheit sein, wo ich etwas mit dem Ball jongliere und dir dann mehr oder weniger unauffällig wieder zurückwerfe. Okay. Der New Deal ist keine Joker-Karte, sondern, glaube ich, eine Wirtschaftskarte und ist hier oben. Den brauchen wir auf jeden Fall. Nur mit der Demokratie möglich, gerade freigeschaltet via Wohnraum und zwei Annehmlichkeiten für bereits gut ausgebaute Städte, nämlich solche, die mindestens drei Spezialbezirke haben. Das wird nicht alle betreffen, das wird eigentlich nur die drei betreffen in der alten Welt und in der neuen Welt, weiß ich gar nicht genau, eine oder zwei vielleicht. Aber die Annehmlichkeiten helfen trotzdem, Matze. Machen wir. So. Ja, machen wir, das ist ein cooler Bonus. Wir brauchen dringend gleich noch mehr Handwerker, haben wir gesagt. Dafür würden die öffentlichen Bauvorhaben wichtig sein. Wir haben... Also wir brauchen eigentlich alles an Glauben und an naturwissenschaftlicher Forschung, was wir abgreifen können. Eventuell ist die naturwissenschaftliche Forschung sogar noch ein bisschen wichtiger, denn ich glaube, wir haben nur eine heilige Stätte bislang. Und ich glaube, zwei, also wir haben mehrere Campus-Distrikte, die sind nicht alle, die haben nicht alle hohe Nachbarschaftsboni, aber ich würde das so machen. Haben wir die Widmung drin? Wir haben keine Widmung drin, die Produktion. Weißt du das im Kopf? Aus dem Kopf? Welche Widmung wir drin haben? Wir haben die. Ja, wir haben die Münzreform drin, das heißt also, dass wir mehr Gold bekommen von unseren internationalen Handelswegen und unsere Händler nicht geplündert werden können. So, jetzt haben wir schon mal ein paar erste Möglichkeiten zusammengestellt. Denk mal laut nach. Also die gibt es bei den Grünen, bei den Diplomatiekarten eine, die uns wichtiger ist. Ich habe immer ein bisschen gemixte Gefühle bei der Karte Rage. Weil das ja also schon einen fixen Anteil gibt. Wir haben nicht unendlich viele Stadtstaaten drin und das ist zu Beginn vielleicht noch ganz cool, wird aber im Laufe der Zeit etwas weniger. Und wir schicken keine Handelswege zu Stadtstaaten, tendenziell zumindest nicht. Also da können wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht was anderes cooler finden, zum Beispiel Kolonialsteuern auf dem anderen Kontinent oder sagen, hey, wir wollen mehr Einflusspunkte verdienen. Wechselbanken finde ich auch sehr hübsch, weil wir ja auch tatsächlich zu Verbündeten für alle Handelswege hingeschickt haben und dann nochmal mehr Nahrung, nochmal mehr Produktion bekommen. Das sind so Alternativen, die ich gut finde. Die Wechselbanken würde ich deshalb nicht nehmen, weil eigentlich aus dem Argument, das du eingangs genannt hattest, weil das so fixe Beträge sind. Es gibt 5, maximal 6 Handelsrouten nach aktuellem Stand. Das heißt, es begeben einfach nur 5 bis 6 unserer Städte 2 Nahrung, 2 Produktion. In der Praxis wird es fast, starten wir fast alle von nur einer Stadt. Das ist die eine Stadt, wo das Weltwunder Torre de Belém haben. Das heißt, diese eine Stadt wird extrem geboostet, also nicht irgendwie kleinere Städte, die irgendwo woanders sind. Deshalb würde ich das eher weglassen. Kolonialsteuern finde ich spannend. Wir haben fast alle unsere Städte mittlerweile, also die weit überwiegende Mehrheit in der neuen Welt. Anfangs brachten diese plus 10% Produktion und 25% mehr Gold fast nichts, weil die Städte noch sehr klein waren. Mittlerweile sind sie größer. Vor allem haben wir mittlerweile einiges an Industrien und an Kooperationen in der neuen Welt. Und da entsteht ja sowohl Industrie als auch Gold. Das ist eine spannende Geschichte. Mit Kolonialsteuern würdest du mich kriegen, statt Ratsch oder Rai, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich hing die ganze Zeit eigentlich nur noch daran, wegen den Glaubens- und den Wissenschaftserträgen. Wir haben 5 oder 6 Suzerän-Status heißt es, glaube ich. Und
Das heißt, wir verzichten gleich auf 10 bis 12 Wissenschaft und 10 plus 12 Glaube. Das tut schon weh, vor allem bei der Naturwissenschaft, aber ich würde es trotzdem austauschen gegen die Kolonialsteuern, Matze. Wir können ja tatsächlich dann die Kolonialsteuern wieder einsetzen, um vielleicht doch noch eine weitere heilige Stätte zu bauen für die Kulturerträge oder einen Campus für die Wissenschaftserträge, ja, die dann tendenziell sogar mehr bringen werden als diese fixen Erträge. Ja. Genau. Gut argumentiert. Sind wir fertig? Also ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe mal einen Blick in den Chat geworfen und habe jetzt ich habe überhaupt gar keine Widerrede gesehen. Also das scheinen wir gut gemacht zu haben. Okay, ich sehe auch. Selbst Professor Montera nickt aufgrund meiner halbwegs sinnvoll zusammen improvisierten Lateinkenntnis und sagt, Webi hat ausnahmsweise mal recht beim Thema Latein. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vor allem, wo ich doch nur ein kleines Latinum habe. Und das habe ich auch nur damals in der zweiten, kennt ihr die Geschichte? In der zweiten Klasse Grundschule habe ich eingetauscht. Damals, zweite Klasse Grundschule, damals war irgendeine Fußball-WM, ich weiß nicht mehr welche. Und wir haben alle zusammen, also die anderen Mitschüler von mir und auch die Klassenlehrerin, wir haben gemeinsam so Fußball-Sammelbilder gehabt. Haben die so eingeklebt in Alben, haben die auch getauscht. Ich weiß gar nicht mehr, welche WM das war. Also wir haben auf jeden Fall unglaublich viel gesammelt und es hat eine Riesenfreude bereitet. Klassenlehrerin war auch dabei und sie hatte irgendeinen schottischen Nationalspieler, den hatte die nicht in ihrer Sammlung. Das Album war ansonsten komplett. Da habe ich ihr gesagt, hör mal, also als Spieler, als Tauscher, Kartentauscher darf man sich duzen, normalerweise in dem Alter. Wer sieht's, wer duzt da seine Lehrerin, aber in dem Fall, ich hatte früh angefangen. Ich hatte einen Berg von Sammelkarten, auch von Doppelten, von allen möglichen seltenen Fußballspielern, habe ich voll ausgenutzt, habe sie geduzt. Echt, muss man sich erstmal gönnen, muss man sich gönnen können in dem Alter, zweite Klasse Grundschule. Und habe ihr dann gesagt, was bietest du mir dafür, wenn ich da diesen einen schottischen Nationalspieler gebe, den ich einfach doppelt hatte? Da hat sie mir angeboten, bekommst eine 1 in jedem Hauptfach. Habe ich gesagt, das reicht mir nicht. Ich weiß, es ist nur Grundschule, aber ich habe ein bisschen gepokert. Hätte ich natürlich auch gerne gehabt. Ich hätte gerne das kleine Latinum. Und da hat sie echt improvisiert, weil das ist echt schwierig, da eine Sondergenehmigung zu bekommen, wenn man in der Grundschule ist. Die hat sich die Genehmigung geben lassen. Damals habe ich deshalb in der Grundschule das kleine Latinum bekommen. Andererseits hat sie mich natürlich auch reingelegt, weil was ich nicht wusste, das war ja so ein Sonderlatinum, dass es nach Ende der Grundschule wieder verfällt. Das heißt, als ich dann in die Oberschule ins Gymnasium gegangen bin, ohne Lateinkenntnisse, also ich hatte auch vorher keine Lateinkenntnisse, aber ich hatte auch kein kleines Latino mehr, musste ich das ein zweites Mal erwerben. Mit anderen Worten, die Frau hat mich echt gelingt, die ich reingelegt. Wahre Geschichte. Jedes Detail stimmt wie immer an einem Freitagabend. Ich würde mir sowas ja nicht aus dem hohlen Weisheitszahn ziehen. So, damit starten wir. Alles okay, Matze? Ja, ich finde es soweit okay. Vielleicht nochmal ein Blick auf die Handelskonföderation mit den plus 1 Gold durch jeden Gesandten. Das bringt uns aktuell so plus 50 Gold. Mhm. Sagen wir, dass wir damit noch glücklich sind oder sagen wir, boah, dafür können wir noch was anderes noch reinnehmen von den grünen Karten? Im Chat schlägt jemand vor, die 15% schnelleres Wachstum. Das ist Jet to Space, aber das möchte ich nicht. Der zweite Bonus, die 3 Loyalität, greift für uns gar nicht. Und es ist kein Zufall, dass sie zusammengebacken werden, weil die 15% schnellere Wachstum, das ist, finde ich, nicht so viel, dass sich das lohnt, dafür auf irgendeinen größeren Bonus zu verzichten. Ich sehe im Augenblick von den grünen Karten keine, mit Ausnahme von Rai. Rai Ratsch können wir gegen die Handelskonföderation eintauschen. Wir können sagen, wir nehmen noch die 10 Wissenschaft und die 10 Glaube jede Runde. Vor allem auch deshalb, weil wir jetzt Naturforscher kaufen wollen und so weiter. Das können wir wieder machen. Dann nehmen wir jetzt sie quasi wieder mit rein, aber haben sie gegen eine andere Karte jetzt ausgetauscht. Ja. Finde ich gut, ja. Und bleibt alles so, wie es ist. Also so jetzt, wie es jetzt ist. Das ist ja auch nicht auf Dauer, wenn die irgendwann demnächst die öffentlichen Bauvorhaben wieder raus und dann ist alles gut. Genau. Jetzt schauen wir mal. 4 Runden lang gilt das Ganze. Wir haben im Augenblick die Elektrizität. Jetzt kaufen wir einen Freibeuter. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die naturwissenschaftliche Forschung zu beschleunigen, Matze. Indem wir uns einfach die Boosts erkaufen, die Heurekas.
Ja, das machen wir. Kann man in vielen Dingen machen, nicht in allen Dingen, aber jetzt, so wie mit dem Freibeuter, kriegen wir dann 40% einfach kostenlose Forschung auf die entsprechende Forschung dann obendrauf. Und das haben wir jetzt vor und deshalb haben wir dann gleich durch den Freibeuter, man glaubt es kaum, durch den Freibeuter entdecken wir dann demnächst die Elektrizität. Kostet stolzen Preis, aber wir haben ja Rabatt. Eureka für die Elektrizität. Jetzt fehlen nur ein paar Meter, das ist ja nicht zu fassen. Es fehlt nur eine Mini-Menge fehlt hier. Schau mal hier. Aber das wird ja dann übernommen, also der Überschuss, der geht dann in die nächste rein. Glaube ich, ne? Ja, das ist tendenziell sogar, genau, das ist sogar tendenziell jetzt besser so rum, als würden wir sie jetzt fertigstellen, weil diese Heureka-Forschungserträge, die werden dann nicht übernommen für die nächste, das wird dann gekappt. Also so haben wir jetzt nichts verloren, das ist gut so. Bank und Börse in Bultopia. Nationalmuseum, Royal Society, Kriegsministerium, Nationalmuseum. 4 weitere Plätze für große Kunstwerke und ein Gouverneurstitel in 11 Runden fertig. Ist auch nicht kaufbar. Deshalb sollten wir das jetzt, finde ich, auf jeden Fall bauen. Beim Thema Kultursieg kann man nur einmal machen pro Partie und in einer Stadt irgendwo, Matze. Einverstanden? Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich dich irgendwie vom Kriegsministerium noch überzeugen kann, aber ich fürchte, es ist hoffnungslos. Deshalb wirklich Nationalmuseum. Also, lieber Chat, falls ihr es nicht mitbekommt, weil es so trocken war, Matze verarscht mich nur. Wir holen jetzt einmal das Nationalmuseum. Kalbstadt. Amphitheater. Ist so ein Moment. Achso. Wir haben 4 Runden für Handwerker. 5 Runden. Wir gucken mal, wo wir die Handwerker jetzt noch schnell einstellen. In der Reihenfolge. Die sind alle nicht produktionsreich genug. Nee, das reicht nicht ganz so aus. Wir könnten noch irgendwas anderes dazwischen schieben, falls es was gäbe. Das Atomprogramm brauchen wir sowieso. Aber das ist schon schade. Ja, wir könnten das machen. Oder wir können erstmal auf Naturschutz und danach mit Atomprogramm weiter und die Handwerkerkarte 7 Runden lang laufen lassen, Matze. Ja, ich würde es auch so rum machen, Naturschutz und dann mit den Naturforschern loszulegen, finde ich ganz gut. 6 Runden hier. 9 dauert zu lange. Wir machen das mal von oben nach unten. Beginnen wir mal mit Bultopia. Handwerker 3. Bulpei. 7 wäre knapp. Können wir auch erstmal weglassen. Weil mit jedem neuen Handwerker wissen wir nicht, ob es dann die Baukosten steigen, ob es dann 7 oder 8 Runden sind. Der Archäologe ist extrem wichtig. Den ziehen wir vor. Handwerker 6. Wollten wir den Archäologen nicht kämpfen? Entschuldigung bitte, ich hatte gerade ein Tonproblem bei dir. Matze? Oh, entschuldige. Wollten wir den Archäologen nicht kaufen? Wir wollten uns den Archäologen in Bulpei, glaube ich, kaufen, weil Bulpei nicht so viel Produktion hat wie ein kleiner Onkel. Hier gibt es mittlerweile 94. In Bulpei würden wir ihn jetzt kaufen. Das können wir jetzt machen. Das kostet 1,3. Da müssen wir nächste Runde machen wir das dann. Weil hier geht es in einem Affentempo. Ich glaube, wenn wir... Guck mal, wir müssen bei den... Ja, und wir müssen aber auf der anderen Seite... Achso, du meinst, von der Produktion her geht das schnell genug in der Stadt, weil wir brauchen ja nur 2 Runden für Gold, um den Archäologen zu kaufen. Und das ist schneller als diese 5 Runden. Also deshalb wäre ich am Überlegen, ob wir vielleicht sogar 2 Archäologen uns kaufen wollen dann. Und dann den Handwerker vorziehen im Bau. Achso, könnte man machen, aber es sind hier... Ist der schon angebaut? Nein. Ich weiß, was du meinst.
Mit dem, das Kohlekraftwerk gibt einen extremen, nochmal einen extremen Boost. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar nur 4 Runden sind, 5 mit dem Kohlekraftwerk. Wenn wir den kaufen würden, ich glaube, in 2 Runden wäre er 3 Runden früher fertig. Und wir hätten unsere, ich glaube, produktionsreichste Stadt genutzt, um etwas zu kaufen. Da bin ich ein bisschen geizig, weil es gibt so viele Dinge hier hinten in den produktionsschwachen Städten, die wir kaufen können. Wir können Museen kaufen, wir können sparen für die Ausbaustufe der Museen. Wir können, hier ist irgendwas fertiggestellt und so. Hier vorne entsteht gleich eine Stadt. Okay, also, ich stelle fest, wir müssen noch mehr Geld anscheffeln. Ja, aber du hast recht, dann lass uns den Archäologen da kaufen, also, bauen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich recht habe. Ich würde nur sagen, das ist eine 50-50-Entscheidung und ich würde es umgekehrt machen, aber man kann es genauso gut auch umgekehrt begründen, ernsthaft. Zwischen euch ein Dankeschön an Zwergelstein fürs Cheeren, an Mofis Müller fürs Cheeren, an Odin Fjellner fürs Cheeren, an Asurio fürs 5. Abo schon. Hi Asurio. Und Dankeschön geht auch an Elle fürs 10. Dir auch einen schönen Zifferabend, Elle. Also ich nehme mal das in dieser Reihenfolge, Mehrfachliste nochmal ausgeklappt. Hier ein Kohlekraftwerk. Handwerker dahinter. Da ist schon einer. Da würden wir eventuell sogar 2 hinbekommen. Kalbstadt Amphitheater da. Kunstmuseum hier. Handwerker dauert zu lange. Perlwoll. Handwerker dauert zu lange. Fort Fuchs. Danke an Sonk. Sonk Etz. Vielen Dank fürs allererste Abo. Herzlich willkommen. Ja. Handwerker 5 Runden. Ja, ist allerdings ein archäologisches Museum, wo wir dann auch ein Archäologen. Obwohl, ich glaube nicht, dass sie so schnell sind. Wir liegen mit einem irren Tempo vorne. Wir ziehen mal den Handwerker hier vor. Hier vorne 6 Runden. Handwerker 9 dauert zu lange. Milchreis 8 dauert zu lange. Krabbenklippe 6. Das könnte man machen. Ach, da ist schon einer. Barbarengrab. Theaterplatz. Habe ich gerade in Krabbenklippe irgendwas rausgeschmissen? Oder habe ich was. Oder übersehe ich irgendwas? Nee, ne? Habe ich. Nee, du hast. Da war ein Handwerker schon im Bau, den hast du dann neu mit eingestellt und dann wieder rausgeschmissen. Ist alles gut. Theaterplatz hier vorne. Handwerker 10 Runden, Gipfelguss. 16. Bad Bull Reloaded, 12 Runden Handwerker. Salpetra 14, Boulder Barbar 11. Rest bleibt so, wie es ist. Könnten noch mal hier unten eine Sache noch hier kurz überprüfen in Bull P. Nein, alles bleibt so. So, wo wird gleich das erste? Das ist ein großer Künstler, für den brauchen wir ein Kunstmuseum. In 9 Runden in Feuerfuchs, in 6 in Helsingborg. Dein. Einmal Perlen anschließen, bitte. Nationalmuseum hatte ich doch eingestellt, oder? Hexacon spricht das Thema gerade an. Habe ich das nicht gemacht? Entschuldigung. Doch, haben wir gemacht. Da ist es. So, mit dem Handwerker hier. 2 Aktionen. Hier rüber. Und einmal die Perlen anschließen, bitte. Wir haben die Logistikkarte nicht mehr drin, deshalb sind unsere Leute etwas langsamer unterwegs jetzt. Von hier geht es jetzt erstmals Richtung USA. Und das ist wichtig für den Tourismus, Sigmatze. Magst du mal kurz erklären, wenn ich die richtige Route austüftle? Ja, sehr gerne. Und zwar seht ihr ja oben, dass wir so einen Basisertrag an Tourismus erzeugen. Momentan Schnapszahl 222 Tourismus. Das ist aber erst der Grundwert. Und dann wird das Ganze noch multipliziert mit dem Tourismus, der wirklich bei den Gegnern ankommt. Und das ist abhängig davon, zum Beispiel, ob ich offene Grenzen haben, dann kommen nochmal 25% obendrauf. Ob wir gleiche oder unterschiedliche Regierungsformen haben, dann gibt es vielleicht noch Abzüge.
und auch, ob wir einen Handelsweg haben. Und wenn wir einen Handelsweg haben, dann bekommen wir auch nochmal 25% auf die 222 Tourismus obendrauf, weshalb die sogar noch mehr wert sind und noch mehr dafür sorgen, dass wir ausländische Touristen anlocken. Und jetzt entsteht eine neue Stadt. Gleich kann der Chat wieder, also ihr, haufenweise Namensvorschläge machen. Das ist für uns eine super wichtige Stadt, weil die alle unsere Kulturerträge gleich boostet. Jedes unserer Freilichtmuseen wird gleich zwei Loyalität und zwei Kultur und zwei Tourismus mehr produzieren. Aber jetzt die fünfte und letzte Geländeart, wie man ausstellen kann in einem Freilichtmuseum, hier beispielhaft als Startfeld, als zentrales Stadtfeld einer Stadt hat. Neue Stadt gegründet. Nyköping, Namensvorschläge, Schneeball oder Schneebull? Eisbad, Bibberbull, Nordstern, Bularlichter. Eismuseum. Also, es hat noch keiner gepostet, aber für mich liegt persönlich statt Schneeball Schneebull vorne. Polaroid, Nordkneipe. Auf die 10, das fünfte Bullement. Wieso Polaroid? Was übersehe ich gerade, Matze? Ach, Polaroid. Ich denke mal wegen und Polar. Ja, nett. Orkanmuseum. Bullenmann. Sturmbull. Okay, nehmen wir Polaroid. Das ist mal was ganz Abgefahrenes. Wintertraum ist auch sehr hübsch. Grumdumbum. Wir machen einmal Polaroid. Auch weil hier vorne ja sowas Schönes geknipst werden kann. Ich glaube, ein Teil der Zuschauer weiß schon gar nicht mehr, was Polaroid ist. Können mal die Eltern unter euch, die wie ich sich noch daran erinnern, den anderen mal sagen, was Polaroid ist? Matsuman Man weiß es wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, das hat tatsächlich etwas zu tun, oder das, also mit fotografiert was das zu tun. Ich weiß nicht, ob das eine Marke war oder das Gerät selbst. Es gibt ja so Fortbildkameras. Ich glaube, damit hängt das zusammen, aber ich habe selbst keine Polaroid-Kamera gehabt. Kann das sein, dass es die Marke war? Oder der Film einer Kamera? Nennt man das Polaroid? Also ich bin ja ein bisschen knapp über unserem Altersdurchschnitt im Chat, glaube ich auch. Ja genau, Kalli, Polaroid ist das Instagram für uns alte Leute gewesen. Ich habe noch ein ganzes kleines Fotoalbum voll mit Polaroid-Fotos. Das sind so ganz kleine quadratische Fotos. Ich hatte als Kind eine Polaroid-Kamera, das war halt die Marke Polaroid, und dann die Kamera geschenkt bekommen. Das war so ein kleiner Kasten halt. Und die Filme, die man da reingetan hat, die hatten nur, ich glaube, 8 oder 10 Fotos, mehr nicht. 8 bis 10 Fotos. Und nicht wie am Smartphone irgendwie 1000 kann man knipsen oder wie in einem Film 36 oder so, sondern das waren 8 oder 10. Ich weiß nicht mehr wie viele. Und die waren, das war unheimlich teuer. Und das habe ich alles als Kind von meinem Taschengeld dann bezahlt oder mir schenken lassen. Und ohne Scheiß, Leute, jedes einzelne Foto, da habe ich nicht minutenlang überlegt, da habe ich eine Viertelstunde lang überlegt, Minimum, ob ich es mir leisten soll, von einem bestimmten Motiv ein Foto zu machen. Weil ich wusste, dann ist ein Teil vom Monatstaschengeld weg. Ohne Scheiß. Und die Fotos, die waren so ganz kleine quadratische Fotos, am Rand halt weiß, in der Mitte das Motiv. Und ihr seht ja hier im Hintergrund diese kleinen farbigen Schlieren hier oben von den Nordlichtern. Und oft die Qualität der Polaroid-Fotos war so, sie war vorhanden, aber es war schon das Beste, was man sagen kann. Und manchmal hatte man auch so komische Schlieren drauf. Und man musste halt total sich zusammenreißen, weil man hat das Foto gemacht und dann rumpelte und gab so ein komisches Geräusch in der Maschine. Und dann schob sich so ganz langsam das Foto raus aus der Kamera. Das war halt das Spannende, dass man den Film nicht mehr weggegeben hat zum Belichten, sondern dass das Foto auf dramatische, sensationelle Weise aus, so langsam sich aus der Kamera rausschob. Und da war da so ein Schutzdeckel drauf, so ein Schutzfilm, so eine Schutzfolie. Und man musste irgendwie da drunter, unter dieser Schutzfolie, da gärt gerade das Foto auf zauberhafte Weise. Da entsteht gerade das Foto. Und man musste beim Rausziehen total aufpassen, dass er nicht oben drauf touchte, sonst war das Foto versaut. Und wie gesagt, da war das Taschengeld futsch. Dann musste man sich total zusammennehmen, weil man auch nicht wusste, wenn man das zu früh abgezogen hätte, diese Schutzfolie, dann war das Foto auch versaut. Dann standen die Eltern daneben, haben gütig gelächelt, haben gesagt, komm, kleiner Daniel, lass dir doch Zeit.
Nimm die Sache, geh die Sache ruhig ein. Stell dir einfach mal vor, du würdest in Zukunft Rundenstrategie spielen, Let's Play. Dafür brauchst du die Tugend der Geduld. Ich habe nur gedacht, worüber reden diese alten Leute? Und irgendwann dann schließlich, und ich hoffe, es war keine Sekunde zu früh, habe ich ganz vorsichtig diese Folie abgezogen. Und dann war es das Foto. Und jetzt habe ich auch erst gesehen, wie ob es was geworden ist und wie gut es geworden ist. Weil vorher hatte man nur den kleinen Sucher, aber man wusste nicht, ob es klappte. Und davon habe ich halt mehr und... Was ist, es führte zu Familiendramen ohne Ende, wenn ich dann auf dem Foto gesehen habe, dass einer der, ich habe ja immer die Erwachsenen fotografiert, die meisten Fotos sind entstanden Weihnachten. Also ich hatte ja wenig Geld. Ich konnte mir vielleicht einmal im Jahr leisten, Geld auszugeben für ein Foto. Und was war das heiligste aller Feste, abgesehen von meinem eigenen Geburtstag, das Weihnachtsfest. Das heißt, die meisten Fotos, die in meiner Kindheit mit diesem Polaroid-Foto, mit dieser Polaroid-Kamera entstanden sind, war alles wahre Geschichten. Das sind die, wo ich die Erwachsenen aus meiner Familie, Papa, Mama, mein kleiner Bruder und meine Oma, vor dem Weihnachtsbaum fotografiert habe. Und die wiederum standen da, haben gütig auf mich runtergeguckt und ich war total aufgeregt und mein Taschengeld geht drauf und ich knipse die jetzt. Und die haben dann teilweise, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, die fanden mich lustig. Ja, die hatten halt einen anderen, also für mich war das ein Vermögen, was ich hier gerade raushaute. Für die war das so Taschengeld oder so. Deshalb waren die manchmal, weil die das einfach nicht so ernst genommen haben, in dem Moment, wo ich geknipst habe, sich bewegt oder in die andere Richtung geguckt oder mal über mich gelacht. Oder das Gesicht verzogen. Wenn ich das dann auf dem Foto gesehen habe, dass es einer von den Leuten, die ich aufs Foto ballen wollte, es gewagt hat, mal kurz den Kopf. Ich war so, oh, ich hätte die würgen können. Ne? Das waren die großen Dramen meiner Kindheit. Ich habe irgendwo noch, muss ich suchen gehen, ein Fotoalbum mit ein paar voller Polaroid-Fotos. Vielleicht zeige ich euch mal eines. Also es war echt, das ist eine der, es ist unfassbar. Es war wirklich ein Schatz. Jedes Polaroid-Foto hatte nicht nur einen hohen ideellen Wert im Nachhinein, wenn man die betrachtet, als Erinnerung aus der Kindheit. Es hatte auch einen hohen materiellen Wert und es war noch ein ganz anderer Bezug zum Fotomachen als heutzutage. Es ist also, wenn ihr euch heute überlegt, ich schnapp mir ein Smartphone und klick mal von jedem Foto, das ich mache, mache ich mal 5 oder 6, damit eins irgendwie klappt. Vergleicht mal diese Inflation vom ich drück mal überall schnell drauf mit der Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, wo jeder einzelne Klick ein Vermögen kostete und wie mit welcher Dramatik damit verbunden war, beim Entwickeln des Fotos dabei zu sein. Das sind echt, das können sich viele Leute heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja, im Analogzeitalter Mist zu bauen war einfach besser, schreibt Albert im Chat. Ja, Moppis World. Und heute haben die Kinder das 900-Euro-Smartphone und machen Fotos. Wann ich Geburtstag habe, jetzt im Frühjahr. Telefone hatten eine Wählscheibe, in der Tat. So, ich glaube, jetzt habe ich mich einmal eine lange Geschichte erzählt. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt und wir spielen ein bisschen weiter. Viel Spaß, Leute. Was wählen wir in Polaroid als Produktion? Und was kaufen wir? Wir kaufen natürlich die ganzen Basisgebäude. Wir haben 0 Wohnraum vor Ort. Wir kaufen gleich Stadtraum, Monument und so weiter. Stadtmauer muss man sowieso kaufen. Wird eine bauen, kann man nicht kaufen. Wir fangen schon mal mit der Stadtmauer an. Eine Alternative, immer Theaterplatz dauert lange. Oder man sagt, Theaterplatz dauert sowieso zu lange. Wir gehen mal auf Nummer sicher und bauen zumindest die Stadtmauer an. Die gibt ein bisschen Tourismus. Irgendwann hat man ja eine Limes geachtet. Dadurch wird das... Limes heißt die, glaube ich, Matze, ne? Dadurch wird die ein bisschen... Ja, in der Tat. Wird die Produktion verdoppelt sein, aber... Wir bauen jetzt erstmal hier vorne ein Freilichtmuseum. Ja, das Monument können wir uns auch schenken. Monument brauchen wir nicht zu kaufen. Aber das gründen wir nicht hier. Hier kann man wenigstens ein bisschen Erträge machen. Hier können wir entweder eine Mine draufsetzen, plus 3 Produktionen, oder wir setzen ein Sägewerk und einen Wald. Wald geht gar nicht. Wald kann man auf Tundra und Hügel gar nicht setzen. Dann setzen wir hier die Mine drauf, Matze. Was soll man sonst auch machen, ne? Da gucken wir mal, wie viel Produktion wir dann haben. Auf der anderen Seite... Ich höre dir zu. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir möchten noch mehr Kultur erzeugen, könnten wir auch auf so ein Feld durchaus
vielleicht nicht jetzt, aber in einem der nächsten Schritte, wir haben ja noch ein paar Hügel dort, können wir tatsächlich auch das Freilichtmuseum errichten, weil das muss ja auch bewirtschaftet werden, nicht für die Tourismuserträge, aber für die Kulturerträge. Also, sobald wir einen zweiten Bürger haben oder einen dritten, können wir das tatsächlich auch dafür nutzen. Aber jetzt erstmal vielleicht tatsächlich eine Mine, ja. Daneben ist auch ein Tundra-Hügel. Ja, wir bewirtschaften den, also wir können auch sofort bewirtschaften einen Wald. Dann haben wir ruckzuck nennenswerte Kulturerträge und haben damit so ein bisschen Wachstum und schalten den Wald hier auf der rechten Seite frei und die anderen Geschichten. Ne? Hier ist ein reiner Nahrungsfeld rechts. Wir können auch mit dem Freilichtmuseum mit der Begründung anfangen. Das wollen wir uns bestimmt holen. Das können wir tatsächlich machen, ja. Ich würde trotzdem, wie viel, wie hoch ist der Nahrungsüberschuss? Plus 2. Ich würde trotzdem dazu neigen, dass hier als, wir haben nicht viel Produktion. Hier die Produktions... Wald kann man auch nicht auf Tundra pflanzen oder nur auf Tundra-Hügel nicht pflanzen. Was ist das Problem? Ich glaube tatsächlich, Wald kann man auch auf Tundra... Ja. Auf Schnee auf jeden Fall nicht, aber ich meine auf... Ich bin total irritiert. Es ist wahrscheinlich der Tundra-Hügel, der das unmöglich macht. Ich habe im Kopf, auf Tundra kann man Wald pflanzen. Hätte ich jetzt auch gedacht. Und wir können auch schon Wälder pflanzen. Ach so, ja, kommen wir schon. Ich glaube, das geht erst mit dem Naturschutz. Nein, deshalb geht das nicht. Das kommt gleich, genau. Ja, das war der Grund dafür. Wald würde bringen einen Produktionspunkt mehr. Sägewerk drauf, nochmals, also es müsste in etwa gleich sein. Wollen wir eventuell hier links nochmal irgendwann ein... Nee, auf Tundra kann man keine Seebäder bauen, ne? Ich glaube nee, das nicht. Ist den Leuten zu kalt dort. Ja, deshalb... Und Natur... Und ich sehe hier auch kein Schutzgebiet. Bezaubernd 2? Ja, das dauert alles zu lange. Wir würden das auf 3 kriegen, aber das dauert alles zu lange im Bau. Schutzgebiete bauen, Unteraterplatz bauen, also das ist alles jetzt damit, das hätten wir viel früher machen müssen. Das ist einfach nur hier abgreifend den Bonus fürs Freilichtmuseum. Dann haben wir jetzt das Freilichtmuseum hier oder aufs Nachbarfeld hin. Ich würde aufs Nachbarfeld eigentlich eher hinschicken. Auf eines ist so, hier gibt es einen Produktionspunkt, da eine Nahrung. Die Nahrung kriegen wir eher, glaube ich, als die Produktion. Ja, das stimmt. Ja. Ein Sägewerk hier vorne. Hier können wir mittlerweile einen fünften Bezirk auch hinsetzen. Den sollten wir vielleicht jetzt schon pflanzen. Das sollte, glaube ich, wir hatten gesagt, ein Unterhaltungskomplex hier sein, in den Gipfelguss oder ein Handelsdistrikt. Wegen Kosten einsparen. Jetzt schon platzieren, Matze. Würdest du uns was vorschlagen? Ja, würde ich schon sagen, dass wir dann Produktionskosten einfrieren und wenn dann der Theaterplatz fertig ist, dann können wir das auch bauen. Genau, dann machen wir hier den Unterhaltungskomplex, der gibt plus 2 hier an Kultur. Handelsdistrikt ginge auch, weil wir gucken nochmal, was wir bislang an Handelserträgen hier bekommen. Wir bekommen teilweise auch Kultur und Forschung. Also eventuell könnte man sogar sagen, dass der Unterhaltungskomplex weniger, also der Nachbarschaftsbonus für den Theaterplatz, nicht so wichtig ist wie die Handelsroute, die einem eigentlich in dieser Phase des Spiels mehr bringt für irgendeine Stadt. Wie siehst du das? Also wenn wir tatsächlich das beibehalten wollen, dass alle Handelswege von Kleiner Onkel ausgehen, dann würden wir nur Kleiner Onkel weiter boosten, aber nicht lokal dann die Vorteile haben. Deshalb wäre ich geneigt dazu, entweder die Strategie zu überdenken, dass wir dann einige noch verteilen oder dann doch den Unterhaltungskomplex vorzuziehen. Ich würde die Strategie durchaus verteilen, weil... das bisschen Gold, der Goldunterschied macht was aus, aber eine kleine Stadt, wo wir einen Theaterplatz hochbringen wollen, gezielt mit einer internationalen Handelsroute zu boosten, die auch Nahrung und Produktion bringt, ist absolut Gold wert.
Die Theaterplätze sind das Wichtigste, dass wir die überall bauen und fertigstellen. Andererseits, wenn die fertig sind, dann ist die Marktplätze kommen dann auch zu spät und die Märkte und die Händler. Da sind überall die Theaterplätze schon fertig. Wir gründen nicht mehr viele Städte. Wir gründen jetzt noch eine weitere Stadt hier oben. Also wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich werden die Handelsrouten dann eh vorher schon abgelaufen sein, bevor wir eine neue Kapazität frei haben, kann ich mir vorstellen. Im Chat wird das Thema Amundsen Scott Südpolstation angesprochen. Ja, cooles Wunder. Insbesondere cool für einen Wissenschaftssieg, was einem Produktion und auch noch Wissenschaftserträge in allen Städten massiv erhöht. Gibt es aber ja, bestimmte Platzierungsvoraussetzungen. Wir brauchen einen voll ausgebauten Campus dafür, der muss nebenan stehen. Und deshalb, wir brauchen auch Schneegeländefelder. Deshalb muss man sich ein bisschen überlegen, was man davon zumindest mit Bezirken überbaut, die man nicht mehr abreißen kann. Aber unser Handwerker, die Modernisierung, die können wir somit auch wieder abreißen. Also wir können natürlich einen Campus-Distrikt bauen, danach alle Gebäude danach kaufen. Das Weltwunder daneben können wir auch setzen, aber das bekommen wir natürlich nur dann in dieser Kleinststadt fertig. Also das könnte man auf dem Feld hier bauen, auf dem Schneefeld, wenn auf einem dieser beiden Felder ein Campus-Distrikt steht. Es muss nur klar sein, dass wir dafür zwingend einen großen Ingenieur brauchen, der als Boost hat, dass er Weltwunderproduktion gibt. Das ist nicht ausgeschlossen, aber wir sind nicht die Spezialisten hier so da. Also es wäre denkbar, aber es wäre ein bisschen so Pokerei halt. Aber wenn, dann ging es tatsächlich nur hier, glaube ich. Das ist die einzige Stadt, wo wir das machen können. Ja. Das ist die einzige mit einem Schneefeld überhaupt. Das ist das einzige Schneefeld in unserem gesamten Reich hier. Aber es ist halt. Also ich finde die Idee verlockend, Matze. Sag mal so, wenn wir das Projekt versuchen zu bauen und wir scheitern dabei und es klappt dann doch nicht, hätten wir dann so viel verschenkt oder verwirkt? Ich würde sagen, wir probieren das mal einfach. Wenn es nicht klappt, ist das nicht schlimm. Wir haben Städte wie Sand am Meer. Bist du eigentlich noch da, Matze? Ich höre dich nämlich nicht. Würdest du denn... Ja. Doch, ich bin noch da. Ich wollte dich freundlicherweise aussprechen lassen und dir nicht reinquatschen. Neuer Zug von mir, ja. Ich bin ja durchaus lernfähig, zumindest manchmal. Also das Wunder selbst wird uns nicht so viel bringen für unseren Tourismus oder Kultursieg, denke ich mir, außer dass es halt ein Wunder ist. Es ist cool, mehr prozentuale Vorteile zu haben, aber das Wunder kommt auch echt sehr, sehr, sehr spät im Spiel auch erst, dass es freigeschaltet wird. Die Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, ob du dafür jetzt schon einen Campus vorziehen möchtest, der uns erstmal auch nicht so viel bringt, zumindest keine Nachbarschaftsboni, Bonusse und ja, vielleicht können wir das später noch ranhängen. Also wenn wir irgendwie nicht mehr wissen, was wir in der Stadt machen wollen, dass wir uns quasi das reservieren, dass wir dort ein Feld haben, wo wir später vielleicht einen Campus hinstellen, da ist kein anderer Bezirk draufsetzen. Aber ich würde es jetzt nicht als Prio 1 sehen. Also es ist tatsächlich nur mit Blick darauf, dass wir bei der naturwissenschaftlichen Forschung ewig zurückhängen, extrem weit, und dass wir nicht das komplett entkoppeln können. Nur Kulturforschung vorantreiben, naturwissenschaftliche nicht, weil auch letztlich irgendwann werden hier auch Sachen freigeschaltet im naturwissenschaftlichen Techbaum, die uns hilfreich sind für Kultur und Tourismus. Schwerpunkt liegt zwar in einem anderen in einem anderen Forschungszweig, aber wenn es um Energie zum Beispiel geht und dass man überall genug Energie hat und solche Geschichten halt. Aber es ist natürlich spekulativ, ne? Also grundsätzlich, dass wir so einen Campus bauen, der unsere Forschungserträge erhöht, habe ich überhaupt nichts dagegen. Die Frage für mich ist, wollen wir das wirklich in dieser Stadt machen, die ja nie so wirklich die größte Produktionsstadt sein wird, um überhaupt die Bezirke fertigzustellen? Ja, also es geht nur hier für die Amundsen-Scott-Station, aber ich meinte jetzt bezogen auf einen Campusbezirk, den wir ja auch woanders bauen können, um überhaupt erstmal ein bisschen stärker die Basis noch zu stärken an Forschung. Dann lass uns einen Theaterplatz einstellen. Wenn wir eines wissen, dann ist das, dass wir riesige Mengen an Künstlern die ganze Zeit produzieren, deren Werke wir ausstellen müssen. Das wissen wir.
Und vielleicht sind wir irgendwann froh, wenn wir hier einen Theaterplatz haben, damit wir all die Werke überhaupt untergebracht bekommen. Ja? Ja, da machen wir nichts mit falsch. Freilichtmuseum links hin, Hafen hier oben, Nachbarschaftsboni gibt es nirgendwo und keiner. Könnten hier unten was dazu kaufen, um dem hier unten einen kleinen Nachbarschaftsbonus zu geben. Das wäre irgendwie Quark. Ach so, heilige Stätte wäre auch noch eine Möglichkeit und wäre billiger. Weil die brauchen wir für Glauben und für Rockbands. Das wäre deutlich billiger. Da hätten wir einen Nachbarschaftsbonus. Und wenn wir Wald daneben pflanzen, Wald können wir demnächst ja auch pflanzen, da hätten wir sogar zwei Glauben, die hier entstehen würden. Und wäre früher fertig, weil wir noch nicht viele heilige Städte haben. Das wäre auch eine Option, Matze. Ja, das können wir auch machen, in der Tat, ja. Sollen wir? Ich finde ja, also wir wollen viel Rockbands und Nationalparks haben und unsere Glaubenserträge sind nicht gerade sehr hoch. Da stehen wir bei der Kultur deutlich besser da, deshalb würde ich tatsächlich jetzt mit einer heiligen Stätte anfangen. Ja. Da entsteht sie. Lange Diskussion und wie immer gilt, oder wie in den meisten Fällen, man hätte es auch anders machen können. Er hätte viele Möglichkeiten gegeben, man hätte auf den Hafen plädieren können, für den Handel, damit man die internationalen Landesrouten hat. Oder Stadtmauer wenigstens machen, damit man Frühtourismus hat, auch wenn man die Karte nicht hat. Es gibt ganz viele Dinge, wären begründbar gewesen hier.